So, wir wollen uns heute mal anschauen, wie ihr bei eurer DJI Avatar oder eurer DJI FPV in den manuellen Modus kommt, um so das komplette FPV-Vergnügen mit den Drohnen genießen zu können. Servus, Patrick hier auf dem Pixel und Spätzle Kanal. Hier geht es um Technik und Techniken für alle Content Creator, Fotografen und Videografen und halt auch sehr viel Drohnenzeug. Ja, wir schauen uns heute mal gemeinsam an in einer Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie ihr in den manuellen Modus kommt bei den DJI FPV-Drohnen, weil das ist standardmäßig bei der Auslieferung erstmal gesperrt, sodass euch da am Anfang nichts passiert. Aber wenn ihr dann einfach ein bisschen mehr rausholen wollt, dann könnt ihr mit ein paar Handgriffen eure Drohnen in den manuellen Modus setzen und dann habt ihr auf jeden Fall viel, viel mehr Performance und könnt auch ganz neue Sachen damit machen. Sowohl bei der DJI FPV als auch bei der DJI Avatar funktioniert das ziemlich gleich, deswegen werden wir das heute mal am Beispiel der Avatar machen. Dabei tut es übrigens nichts zur Sache, ob ihr die Gorgas V2 oder die Gorgas 2 verwendet, weil das Menü gleich aufgebaut ist. Was ihr auf jeden Fall für den manuellen Modus braucht, ist dieser Controller, weil ohne den geht es nämlich nicht. Ohne den kommt ihr nicht in den manuellen Modus, weil nur mit dem haben wir dann die maximale Kontrolle, um auch die hohen Geschwindigkeiten und das alles halt wirklich steuern zu können. Das wäre mit dem Motion Controller halt nicht denkbar. Wir starten mal direkt mit dem Controller, weil den müssen wir als allererstes mal umbauen. Wieso den Controller umbauen? Was macht das für einen Sinn? Na, ihr seht hier, der Stick, der hier zum Gas geben ist, den kann ich bei mir halt wirklich so stufenlos verstellen und der bleibt an der Position. Und das ist nämlich das Ding bei FPV. Ihr habt nämlich bei normalen FPV-Controllern eine Gashebelstellung, dass es so ist, wenn das unten ist, dann ist es sozusagen 0 und so wäre 100%. Dementsprechend, wenn der jetzt immer wieder selbstständig durch diese Federkraft in die Mitte schnappen würde, dann würdet ihr, auch wenn ihr das gar nicht wollt und die Sticks loslasst, halt immer automatisch 50% Gas geben und ja, das ist nicht so gut, wenn man alles manuell macht. Deswegen müssen wir erstmal den Controller umbauen, aber das ist auch nicht besonders schwierig. Alles, was wir dafür tun müssen, ist hier auf dieser Rückseite einmal hier reingreifen und dieses Gummiteil ablösen. Dann könnt ihr das Ganze hier so öffnen. So, und dann seht ihr auch schon, dass hier zwei Schrauben zum Vorschein kommen, nämlich F1 und F2. Und die beiden Schrauben, die müssen wir jetzt gleich nochmal ein bisschen hin und her drehen, weil die nämlich was Unterschiedliches machen. Ihr braucht dazu noch einen kleinen Inbus-Schraubendreher, der sollte aber bei eurer Avatar auch schon dabei sein. Und damit geht ihr jetzt als allererstes mal auf die Schraube F2. Und die Schraube F2 dreht ihr bei eurer Fernsteuerung dann so weit rein, wie es geht. Und das Ganze blockiert nämlich dann diese Federkraft. Das heißt, wenn ihr das Ganze drin habt, dann solltet ihr merken, dass dieser Controller ganz locker wird. Der wabbelt dann wirklich so hin und her. Und damit dieses Wabbeln dann nicht mehr da ist und wir halt einen gewissen Widerstand haben, sodass wir gut fliegen können, brauchen wir dann die Schraube F2. Die könnt ihr dann auch noch verstellen und das macht dann im Endeffekt den Widerstand hier bei der Auf- und Abbewegung. Das passt ihr dann einfach so an, wie es euch gefällt. Wichtig ist nur, dass ihr halt wie gesagt keine Federvorspannung mehr hier drinnen habt. Das heißt, ihr könnt dann den Controller oder den Stick an jeder Position einfach so stehen lassen. Der bleibt dann einfach so. Wenn ihr das erledigt habt, dann müsst ihr ganz normal Fernsteuerung, eure Brille und den Kopter eben miteinander verbinden. Und dann geht es gleich weiter mit den Einstellungen, die wir über die Goggles selber machen. So, Goggles sind auf. Ich gehe einmal ins Menü und zwar in den Punkt Einstellungen und dann zur Steuerung, Fernsteuerung RC. So, die erste Sache, die wir hier ändern müssen, ist, dass wir hier den individuellen Modus, das ist auf dem Kippschalter der unterste, wo auch das M steht, wo wir ja den manuellen oder auch Acro-Modus drauflegen wollen, da wollen wir das ja ändern. Da ist jetzt aktuell der Sportmodus zugewiesen. Das hat ganz einfach den Sicherheitsgrund, dass ihr da am Anfang nicht aus Versehen reingeht. So, wir gehen dann hier auf den manuellen Modus. Okay, hier werden wir jetzt auch nochmal aufgefordert, eben diese Schrauben zu lösen. Genau, das bestätigen wir, das haben wir ja vorhin schon gemacht. Dann müssen wir noch rüber zu RC Exp gehen. So. Und hier ist noch das M-Modus Fluglage-Limit aktiviert. Damit könnt ihr dann halt nicht wirklich alle Fluglagen einnehmen, wenn das aktiviert ist. Und das wollen wir jetzt hier mal auf Off setzen. So, und bestätigen das Ganze, weil dann habt ihr wirklich alles
zur Verfügung, was die Drohne kann. Ihr könnt Flips, Rollen und so weiter machen. Wenn ihr euch nicht so sicher seid am Anfang, dann könnt ihr das auch noch aktiv lassen. Jetzt habt ihr euren Copter also vorbereitet, um im manuellen Modus fliegen zu können. Aber ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, bevor ihr das macht, probiert auf jeden Fall eine Simulation am PC aus. Euer Controller kann das ja und da gibt es echt gute Simulationssoftwares. Ich fliege zum Beispiel am liebsten am PC Liftoff, DRL Drone Racing League, Orca FPV oder dann auch das Uncrashed seit neuestem, weil da sind jetzt auch Autos, Rennautos drin, die man halt verfolgen kann. Und damit bekommt ihr auf jeden Fall schon mal wirklich ein gutes Gefühl für FPV-Drohnen, wie sich die so anfühlen, weil man das wirklich nicht unterschätzen darf, wie anders das im Vergleich zu normalen Drohnen sich eben fliegt. Wenn ihr dann aber draußen unterwegs seid, denkt dran, ihr habt hier auch immer den Stoppknopf, der auch im manuellen Modus funktioniert. Also wenn irgendeine Situation aufkommt, wo ihr euch nicht sicher fühlt, Stoppknopf drücken. Wenn ihr eure Avatar dann gestartet habt im normalen Modus, dann könnt ihr in der Luft sie einfach hovern lassen und dann in den manuellen Modus rüberschalten. Dann erscheinen zwei Steuerkreuze bei euch in der Brille und dann müsst ihr halt die passende Position einnehmen und dann wird erst der manuelle Modus freigeschalten. Dann viel Spaß, viel Glück und guten Flug. Eines möchte ich aber auch noch sagen und zwar, aus meiner Sicht sind die Einstellungen, wie die Sticks reagieren für die Avatar, vor allem für Anfänger, nicht gerade ideal. Also ich würde sogar sagen, dass die viel zu übertrieben sind für Anfänger und deswegen habe ich jetzt die letzten Tage einfach viel Zeit reingesteckt, um meine perfekten Stick-Settings halt rauszufliegen, mit denen ich halt wirklich auch einigermaßen schnelle Sachen machen kann, aber halt auch hauptsächlich sehr cinematische und langsame Flüge gut und präzise damit machen kann. Und das schauen wir uns dann im nächsten Video an. Was ich jetzt fast vergessen hätte, euch kurz zu erklären, wieso der manuelle Modus eigentlich so anders sich verhält. Ganz einfach, im normalen oder Sportmodus fliegt der Copter ja mit GPS und richtet sich selber aus. Das bedeutet, dass dieser Stick hier wirklich nur für Hochfliegen oder Runterfliegen zuständig ist. Das ändert sich jetzt aber im manuellen Modus. Im Normalfall kontrolliert dieser Stick den Schub und dieser Stick, wie weit sich die Drohne halt nach vorne oder nach hinten neigt. Und dementsprechend ist es jetzt eine Kombination aus den beiden hier, die dann jetzt eben dafür verantwortlich ist, dass eure Drohne steigt. Weil ihr müsst erstmal schauen, dass die halt aufrecht steht und dann, wenn ihr Gas gebt, dann steigt die halt auf. Wenn ihr jetzt zum Beispiel aber den Stick nach vorne drückt, dann neigt sich eure Drohne nach vorne. Das bedeutet, wenn ihr jetzt Gas gebt, fliegt die halt schnell nach vorne und nicht nach oben. Und das ist wirklich so das Ding, was man erstmal im Kopf reinbekommen muss, dass diese Sticks jetzt sich einfach anders verhalten. Ja, wenn du das Video jetzt hilfreich fandest, dann lass mir einen Daumen hoch da, abonniere auch gerne den Kanal, um noch mehr Videos zu sehen. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video und bin raus für heute. Ciao!